Schön, dass du dabei bist bei einem neuen Video. Heute soll es sich mal wieder um das papierlose Büro drehen. Ich habe ja schon viele Videos hier auf dem YouTube-Kanal gemacht. Ein allgemeines mit Vor- und Nachteilen, wie der Einstieg gut funktionieren kann. Über Hardware haben wir gesprochen. Und heute möchte ich mir ein Thema rausnehmen und rauspicken, von dem ich glaube, dass es auch wichtig ist und ich viel Information oder Feedback auch von euch erhalten habe. Und zwar geht es um die richtige Ordnerstruktur, quasi die Basis, wenn man so will, um papierlos möglichst effizient und produktiv arbeiten zu können. Und in dem Fall ist die Ordnerstruktur ein wichtiger Baustein und den wollen wir uns heute etwas näher anschauen. Zunächst einmal ist die Vorbereitung wichtig. Das heißt, wo sollen die Dateien abgelegt werden? Ich glaube, was ich nicht mehr betonen muss, insbesondere in Corona-Zeiten, wo immer mehr auch Homeoffice gefragt ist, dass Daten lokal auf dem Rechner nichts mehr heutzutage verloren haben, sondern es geht darum, den richtigen Cloud-Anbieter für sich zu finden und mit dem dann das Ganze von der Ordnerstrukturseite her aufzubauen. Da gibt es Google Drive, da gibt es OneDrive, Dropbox, es gibt Data-Management-Systeme, also je nach Größenordnung und Anforderung, die ihr quasi im Unternehmen habt, gilt es für sich zunächst einmal den richtigen Cloud-Anbieter zu finden. Ich persönlich bin mit meinem Unternehmen mit der Dropbox unterwegs, sehr zufrieden, habe da ein für mich wirklich gutes System gefunden, angefangen von den Dokumenten, die eingescannt werden, die direkt vom Scanner quasi in die Dropbox geschoben werden, in einen Pool-Ordner, den ich dann entsprechend weiterverarbeiten kann. Da komme ich aber gleich im Laufe der Zeit nochmal zu. Zunächst einmal ist es wichtig, dass die Ordnerstruktur übersichtlich ist. Deswegen macht es durchaus Sinn, sich im Vorfeld Gedanken zu machen, wie schaffe ich es, die jeweiligen Abteilungen, wenn ihr mehrere Unternehmen, mehrere Abteilungen habt, so aufzubauen, dass sie mit möglichst wenig Klicks an die gewünschten Informationen herankommen. Das ist das eine. Das andere ist, dass natürlich je nachdem, wie voll die Ordner sind, auch hier eine gewisse Struktur vorherrscht, damit man auch hier nochmal wirklich schnell das gewünschte Ergebnis, in dem Fall die entsprechenden Dateien, bearbeiten bzw. verwenden kann. Ich blende euch mal eine Beispielstruktur ein, wie sie aussehen könnte. Es gibt also hier verschiedene Ordnertypen, wie ihr seht, Kunden, Lieferanten, Finanzen, Marketing, Transfer. Das ist mein Transferordner bzw. auch mit Kollegen und Scans, den ich eben als Pool-Ordner bezeichnet habe. Wie ihr den bezeichnet, ist letztendlich völlig egal. Da werden alle neuen Dokumente, die aus dem Dokumentenscanner kommen, wie gesagt, automatisch direkt in die Cloud verschoben. Ich habe hier den Dokumentenscanner ScanSnap 500, iX 500. Den gibt es nicht mehr. Das Nachfolgermodell ist der 1500 bzw. 1600. Den gibt es auch. Verlinke ich aber gerne in der Videobeschreibung, falls euch das Thema Dokumentenscanner interessieren sollte. Ja, und dann habe ich hier weitere Unterstrukturen im Marketing. Das ist einfach jetzt mal mein Beispiel. Gibt es dann verschiedene andere Ordner. Und zwar gegliedert nach den einzelnen Kanälen. Google Ads, SEO, Social und Videos. Und dann wiederum im Bereich SEO, um bei dem Beispiel zu bleiben, habe ich dann weitere Ordner, Analysen, Content, Grafiken, Reports. Das heißt, ihr seht, ich habe meistens eine sehr, sehr klare Ordnerstruktur, die ich hier umgesetzt habe. Der nächste Schritt wäre, wie benenne ich die Dateien? Auch hier solltet ihr euch Gedanken machen. Hier muss es nicht immer eine einheitliche Struktur geben, abteilungsübergreifend. Da bin ich kein Freund von. Es gibt andere, die sagen, das macht durchaus Sinn. Aber ich möchte euch Beispiele zeigen, weshalb aus meiner Sicht hier durchaus marginale Veränderungen vorkommen können. In Anführungszeichen, Schrägstrich, vielleicht auch sollten. Also schauen wir uns auch das nochmal an. Bleiben wir bei dem imaginären Ordner Kunden. Hier könnte die Benennung wie folgt aussehen. Kunde, dann Inhalt, also Thema, was ist genau gemeint, also Inhalt des Dokumentes, das Datum und das war's. Anders wiederum, im Ordner Buchhaltung ist es sinnvoll, aus meiner Sicht hier noch mehr andere Informationen zu lagern, beispielsweise Rechnung, dann die Nummer, Kunde und Datum.
Man kann da vielleicht auch noch den Grund mit aufnehmen oder den Inhalt. Das heißt, wichtig ist nur, egal wie ihr es macht, es ist wichtig, eine einheitliche Struktur pro Abteilung zu haben. Und wenn es dann in Anlehnung sehr nah immer an die jeweiligen anderen ist, dann ist das, glaube ich, vollkommen in Ordnung. Der Vorteil liegt hier auf der Hand. Eine Sortierung nach Rechnungsnummern macht im Buchhaltungsordner Sinn. Klar kann ich auch noch danach suchen, aber das kann man durchaus auch noch unterteilen. Wer möchte, kann das auch noch aufs Jahr bezogen unterteilen. Da muss man aufpassen, mit welchem Cloud-Anbieter man arbeitet. Also wenn man mal insgesamt eine Rechnungsnummer sucht, dann kann man auf der einen Seite natürlich über die Ordnerstruktur gehen. Man hat aber auch bei dem einen oder anderen die Möglichkeit natürlich, über die Suchfunktion zu gehen. Und da ist es dann eigentlich völlig egal, ob ich das jährlich nochmal gegliedert habe oder nicht. Manchmal macht es Sinn, manchmal nicht. Das ist sehr individuell und da gibt es nicht den einen universellen Plan, den man da berücksichtigen sollte. Ganz wichtig, um so ein bisschen mal auf den Workflow zu kommen, ich habe es eingangs ja schon gesagt, das A und O ist die schnelle Verarbeitung der Daten, dann das Einscannen der Daten und dann aus dem Pool heraus dann die Bearbeitung zu übernehmen. Das heißt, handelt es sich um eine Rechnung, dann ist das System A umzusetzen. Und ansonsten sollte man schon zusehen, dass man hier eine einheitliche Struktur hat. Das muss einfach Sinn machen. Bei Lieferanten, Kunden kann man das einfach drehen. Lieferantennamen, Kundennamen, da macht das Sinn. Gleichbleibende Strukturen. Also es sollte, wenn nur, marginale Anpassung geben, weil ansonsten blickt man auch gar nicht mehr durch. Je nach Größe des Unternehmens gibt es vielleicht noch eine Zentrale, die das Ganze vielleicht umsetzt und muss dann die verschiedenen Benennungsarten auch immer im Kopf haben. Also es sollte so einfach wie möglich auch für die Kollegen und Kolleginnen, also Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, umgesetzt werden. Es gibt grundsätzlich, bin ich immer ein Freund davon, das hat auch die Erfahrung der letzten Jahre gezeigt. Ich habe ja verschiedene Unternehmen auch begleitet, hier entsprechende Prozesse zu bilden, Ordner zu bilden. Und es hat sich eigentlich immer bewahrheitet, sich erst einmal Gedanken zu machen, was hier die Anforderungen sind, was sind mögliche Szenarien, um Dateien wiederzufinden, was sind Gründe, das einfach mal zu durchleuchten. Und dann gibt es auch den einen oder anderen Tipp, den ich euch auf den Weg geben möchte. Fangt einfach mal an, nachdem ihr euch wirklich sachlich und ausführlich mit dem Thema beschäftigt habt, für euch einen Plan umgesetzt habt, den muss man nicht immer wieder neu justieren, verfeinern. Man kann sich auch, wie sagt man so schön, totjustieren. Das solltet ihr nicht, sondern einfach mal anfangen. Und es gibt immer noch auch während der Einführung Möglichkeiten, das ganze System zu optimieren. Und da kommen wir gleich zu den Tipps. Ich habe euch 5 Tipps mitgebracht, wie ihr genau auch eure Ordnerstruktur nach einer Einführung überprüfen und gegebenenfalls optimieren könnt. Zunächst einmal Tipp 1, mache einen Selbsttest. Schaue selbst, wie gut, wie schnell du an bestimmte Informationen herankommst und diese über die Ordnerstruktur findest. Ja, das ist einfach ganz wichtig, also überprüfe die Ist-Situation zunächst einmal selbst. Tipp 2 ist dann, die Kollegen zu fragen und nach deren Meinung zu fragen, auch wenn ihr der Chef seid, wirklich mit möglichst größter Transparenz an das Thema heranzugehen, ehrlich zu sein und lieber nochmal nachzujustieren als ein System, was vielleicht irgendwo an irgendeiner Stelle, aus welchen Gründen auch immer, hakt, dann über die Zeit dann oder über Jahre entsprechend einzuführen. Das sollte man letztendlich vermeiden, denn dann ist man vielleicht irgendwann unproduktiver und ist genau das Gegenteil von dem, was man eigentlich vorhatte mit dem papierlosen Büro, mit der entsprechenden Ordnerstruktur. Das zu schaffen, ist eben dann vielleicht sogar der gegenteilige Effekt, also völlig unproduktiv. Auch das hat es immer mal wieder gegeben, wenngleich die Unternehmen selber schuld sind, in bestimmte Szenarien zurückzurutschen, was nicht empfehlenswert ist. Tipp Nummer 3. Prüfe, ob die Probleme, ich sag mal, abteilungsübergreifend sind. Also mein Beispiel, Buchhaltung sieht anders aus als Marketing oder als Vertrieb. Und auch hier solltest du hinterfragen, ist das ein generelles Problem? Betrifft es nun einzelne Abteilung? Falls hier aus welchen guten Gründen auch immer
die Struktur, die Benennung etwas anders ausfallen sollte. Ob das, wie gesagt, nur diese einzelne Abteilung betrifft oder übergreifend zu sehen ist. Dann ganz wichtig, auch wenn du hier die federführende Hand bist, lasse die Optimierungsvorschläge geben und möglichst ebenfalls abteilungsübergreifend dann dieses Bild zu zeichnen, um zu schauen, was könnte man besser machen, was ist aus eurer Sicht besser, denn letztendlich müssen auch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit diesem System d'accord sein, damit arbeiten wollen. Und wenn ihr es diktiert und die Kolleginnen und Kollegen sind nicht damit einverstanden, aus welchen Gründen auch immer, dann ist so ein Einführungsprozess einfach schwer und es werden unnötig Hindernisse aufgebaut, die es dann zu vermeiden gilt. Tipp Nummer 5. Nehme dir ausreichend Zeit. Nicht direkt alles über den Haufen werfen, wenn vielleicht mal nach 2-3 Tagen Kritik geäußert wird. Für viele Kollegen und Kolleginnen ist das Thema neu und man muss sich erstmal eingrooven, wie man so schön sagt. Und von daher ist es ganz wichtig, lasse dir ein gewisses Zeitfenster nach der Einführung. Und ihr habt ja im Vorfeld schon sehr viel Zeit, auch Hirn in euer System investiert. Es wird schon zum Großteil funktionieren. Meist ist es wirklich dann so, dass noch Kleinigkeiten nachjustiert werden müssen. Aber in der Regel funktioniert das sehr, sehr gut. Und gerade im täglichen, in der Praxis zeigt sich dann, wo gewisse Kinderkrankheiten vielleicht noch sind und die dann entsprechend ausgemerzt werden können. Ja, kommen wir zum kleinen Fazit. Die Ordnerstruktur ist wichtig, ist ein ganz wichtiger Bestandteil im papierlosen Büro, im dezentralen Arbeiten, was in Zeiten von Corona, was in Zeiten von Homeoffice ja immer wichtiger wird. Deswegen solltet ihr euch da auch ausreichend Zeit für nehmen und euch mit dem Thema beschäftigen. Wichtig ist, klare Regeln zu schaffen. Nicht einmal so, mal so, sondern definiert in einer Art Guideline von mir aus, wie die Ordnerstruktur anzulegen ist, in welchem Schemata und wie entsprechend die Benennung in welchen Ordnern oder Abteilungen entsprechend zu erfolgen hat. Das hat den Vorteil, dass wirklich jedes Dokument entsprechend nach dem gleichen Prinzip aufgefasst wird bzw. erfasst wird und das den gesamten Prozess für euch effizienter darstellt. Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen mitnehmen in diese Klarheit von Struktur, die notwendig ist in der Ordnerstruktur. Und wenn man es zusammenfassen will, im Kleinen kann man wirklich mit Dropbox, Ordnerstruktur, einem iPad und GoodNotes beispielsweise anfangen, papierlos zu arbeiten. Mittlerweile sind die Scan-Apps in den Smartphones oder auch Tablets so gut, dass man noch nicht mal einen Dokumentenscanner bräuchte, es sei denn, man hat sehr viele Dokumente, die regelmäßig Tag für Tag mehrere Seiten oder wie auch immer auch entsprechend genutzt werden. Also von daher, es gibt nicht mehr die Barriere von Hardware oder Software, sondern es geht wirklich auch in einem ganz kleinen Stil, auch da habe ich ein Video zu gemacht, nicht nur das Toolset des papierloses Büro, wie man einsteigen kann, auch die Hard- und Software nochmal ausführlich beschrieben, darum soll es heute nicht gehen, das verlinke ich in den Shownotes bzw. in der Videobeschreibung, da könnt ihr euch das gerne nochmal anschauen, falls euch das interessieren sollte. So, das soll es gewesen sein. Und mich interessiert natürlich eure Meinung, wie habt ihr eure Ordner strukturiert, habt ihr ein bestimmtes Schema? Habt ihr auch abteilungsübergreifend andere Bezeichnungen für die Dateien oder habt ihr gesagt, man hält das hier entsprechend im Einklang mit allen anderen? Das kann man ja variieren. Ne? Also wenn da zum Beispiel, hatte ich ja eingeblendet, Kunde, Inhalt des Dokumentes und Datum, kann man natürlich auch schreiben Kunde oder Lieferant und dann Rechnung und so weiter, dass man auch hier ein gleichbleibende oder eine sehr gleichbleibende Struktur hat. Das ist alles möglich. Wichtig ist, ihr müsst damit arbeiten, eure Kollegen müssen damit arbeiten und es sollte möglichst analog sein, damit hier nicht irgendwelche Fehler drin sind. Man sucht einmal nach dem Stichwort. Das ist alles andere als produktiv. Und wenn man dann die Suchfunktion noch geschickt nutzt, dann ist man hier auf einem sehr, sehr guten Wege, auch wirklich dezentral arbeiten zu können, über die direkten Zugriff zu den Daten zu erhalten. Und das ist ja das, was wir letztendlich erreichen wollen. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen, bis demnächst.